Hallo Linux-Freunde, hier ist Joe. Nach einer kleinen Pause gibt es heute am Donnerstag wieder Neues aus der Linux-Welt hier auf dem Kanal bei Linux Umsteiger. Wir befinden uns in der Kalenderwoche 19 im Jahr 2020 und durch diese Pause gibt es schon ein paar Dinge, die tatsächlich jetzt passiert sind in den letzten 2 Wochen. Vieles habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen. Es dreht sich heute um Ubuntu natürlich. Da ist die neue LTS-Version rausgekommen und natürlich auch bei allen Flavors. Es geht um Linux Mint, um Pop OS, um Elementary, um Fedora 32, das auch erschienen ist, Regolith. Und noch einige andere Themen. Wie gesagt, es geht jetzt gleich los. Ja, aber die ersten News, die gibt es von mir persönlich in eigener Sache. Ich habe euch dieses Bild schon oft gezeigt, aber heute ist eine kleine Änderung zu sehen. Und zwar rechts unten hier Ubuntu 20.04, eine Schnellanleitung für Einsteiger mit 176 Seiten. Das ist ganz neu diese Woche erschienen. Ich habe mich die letzten Wochen, oder man kann schon fast sagen Monate, mit dem Daily Build beschäftigt und dann mit der Beta-Version, damit ich hier zeitnah diese Geschichte veröffentlichen konnte. Wer also jetzt bei Ubuntu 20.04 einsteigen möchte und eine kleine Anleitung braucht mit 176 Seiten, vielleicht ist das das Richtige. Und nach wie vor gibt es natürlich auch noch Ubuntu 18.04, Linux Mint, Arch Linux, Debian 10 und ein Buch über das Linux Terminal. Ja, und da sind wir schon beim Thema. Ich habe sie angesprochen, es ist jetzt auch schon ein bisschen her. Ubuntu 20.04 LTS, alle 2 Jahre erscheint ja eine LTS-Version und Canonical hat eben am 23. April, ja, wenn das hier stimmt, die neue Version veröffentlicht, ist also schon ein bisschen her. Ich habe das, wie gesagt, schon die ganze Zeit wochenlang jetzt verfolgt, habe jeden Tag mein Daily Build abgedatet und habe sozusagen auch diese Entwicklung mitverfolgt. Und es gab in der Zwischenzeit einige Verwirrungen, vor allem was diesen Snap Store betrifft. Darüber habe ich auch ein Video gemacht. Der Snap Store ist selber ein Snap und löst GNOME Software ab. Also heißt jetzt Ubuntu Software. Also ihr seht schon, das ist alles sehr verwirrend. Und was hier noch nicht so super gelungen ist, das ist tatsächlich die Einbindung von alten Paketquellen. Also das meiste findet man schon, das was auch in einer normalen GNOME-Software zu finden ist. Aber es gibt natürlich viele kleinere Programme, die hier nicht zu finden sind. Ich würde empfehlen, wenn man Ubuntu 20.04 benutzt, beziehungsweise trifft das bedingt auch auf Ubuntu 18.04 zu, dass man sich Synaptic holt, wenn man einen grafischen Installer für Programme haben möchte, also eine Paketverwaltung, Anwendungsverwaltung. Ja, ein paar Dinge gibt es noch, die mir noch nicht so ganz rund erscheinen, sind aber wirklich Kleinigkeiten. Auf der anderen Seite steht dem gegenüber, wir haben eine ZFS-Unterstützung. Und da wurde von Ubuntu auch schon angekündigt für 2010, dass das nochmal verbessert wird. Also das, was ich bisher ausprobiert habe, hat auf den ersten Blick funktioniert. Also ich rede jetzt nur von der Snapshot-Funktion und dass man bei der Anmeldung, beim Booten also auswählen kann, ob man eine ältere Version, die als Snapshot existiert, eventuell starten möchte. Das funktioniert auf Anhieb ganz gut. Ich konnte das aber noch nicht im Dauereinsatz natürlich testen. Da müsste man sehen, wie sich das dann wirklich über Monate dann bewährt. Wie gesagt, ansonsten gibt es auch einige schöne Neuerungen. Es wurde zum Beispiel jetzt eingebaut, dass man sein Thema von hell auf dunkel umstellen kann, ohne
dass man die das GNOME Tweak Tool, also das Optimierungstool, verwenden muss, bezieht sich dann aber auf Yaroo, das ein relativ gut gelungenes Thema ist, wie ich finde. Und insgesamt macht das Ganze einen soliden Eindruck. Ich höre auch viel Gutes darüber. Und ich möchte jetzt eigentlich gar nicht so viel dazu sagen, weil ich mir denke, ihr seid mit Ubuntu 2004, wenn ihr auf YouTube rumschaut, gut bedient. Ich habe jetzt auch kein extra Video darüber gemacht. Also wir werden sehen. Ich würde jetzt noch mal vielleicht ein, zwei Wochen ins Land gehen lassen, damit sich vielleicht ein paar kleinere Dinge, die mir jetzt auffallen, die aber vielleicht für andere gar nicht wichtig sind, noch ein bisschen schleifen. Und dann, denke ich, ist das eine solide Sache. Und wie gesagt, wer da einsteigen möchte, ich verweise noch mal auf mein Buch dazu. Ja, und es ist natürlich nicht nur die Hauptversion von Ubuntu rausgekommen, sondern auch sämtliche Flavors. Ich kann die jetzt nicht alle durchgehen, also keine Angst, ich nudle jetzt nicht alle Ubuntu-Versionen durch, die jetzt mit 2004 auf den Markt gekommen sind. Aber logischerweise in dieser Ausgabe wird sich vieles auf Ubuntu und Ubuntu-Abkömmlinge, Ubuntu-Derivate ein bisschen konzentrieren, weil die natürlich jetzt auch schon mittlerweile nachgezogen haben. Aber hier ein offizielles Flavor, das ist also jetzt Ubuntu Mate. Ihr wisst, ich habe schon eine bestimmte Schwäche für Ubuntu Mate, denn es ist hier auf einem Laptop immer noch im Einsatz, ein Ubuntu 18.04. Und mir gefällt es eigentlich ganz gut, weil dieser alte GNOME 2 Flair meiner Meinung nach gut erhalten wurde und gleichzeitig hat eine Modernisierung und Erneuerung stattgefunden. Auch was die innovativen Ideen betrifft, die in Ubuntu Mate drin sind, finde ich, kann man schon einiges dazu sagen. Also ein Merkmal von Ubuntu Mate ist ja die Software Boutique, die eigentlich ja nicht zum Mate Desktop gehört und die ist deswegen ja auch nirgends mit drin, außer in Ubuntu Mate. Es ist eine Anwendungsverwaltung, die letztendlich auf Vorschlägen beruht. Man geht also davon aus, dass bestimmte Anwender oder sagen wir mal so, der durchschnittliche Anwender bestimmte Anwendungen benötigt. Und sagen wir mal so, da muss er jetzt hier in dieser Software-Boutique nicht lange suchen. Das ist ganz fein ausgewählt, auch mit Vorschlägen unterteilt in Kategorien. Und ihr seht hier allein an dem Bild schon, da ist dann auch sowas wie der Brave-Browser drin. Also das sind durchaus auch ungewöhnliche Sachen drin, die man normalerweise nicht in den Paketquellen findet. Und es gibt auch hier eine Recovery-Funktion. Wenn zum Beispiel Pakete hier broken sind, also nicht mehr funktionieren aus irgendwelchen Gründen, vielleicht durch ein Update, dann kann man hier eine Recovery-Funktion anwählen und möglicherweise das Ganze reparieren. Sehr gut finde ich persönlich den Kaya File Manager, also den Dateimanager. Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass ich persönlich Debian 10 mit GNOME Desktop nutze, aber ich habe mir den Kaya Dateimanager da reingeholt, weil das für mich einfach, ja, es ist natürlich auch vieles Gewohnheit, muss ich natürlich zugestehen, aber das ist für mich einfach der Dateimanager, mit dem ich am besten zurechtkomme und der für mich alle Funktionen hat, die ich von einem Dateimanager erwarte. Das ist bei Nautilus, also dem Dateimanager, der bei GNOME dabei ist, überhaupt nicht der Fall. Das ist nicht so meine Geschichte, wobei das auch wiederum, ich sage es nochmal, Geschmackssache ist. Ja, es wurde auch am Welcome-Screen gearbeitet. Zum Beispiel wird es euch interessieren,
wenn bestimmte Grafikkarten bei euch im Rechner sind, dann könnt ihr hier die notwendigen Treiber sofort gleich beim ersten Fenster installieren. Also da kommt man letztendlich nur in diesen Software-Updater. Aber es ist eine schöne Sache, dass das hier eingebaut wurde bei Getting Started, also beim Anfang. Hier auch die Codecs, die man zusätzlich noch installieren kann. Auch das kann man gleich am Anfang nach dem ersten Start erledigen. Man geht also hier durch dieses Willkommensfenster durch. Ihr seht hier auch Color Selection und auch die Browser Selection. Und hier wären wir bei Desktop Layout. Software führt zur Software Boutique. Man kann also viele Dinge sofort nach dem ersten Starten einstellen und dann hat man es möglicherweise schon so konfiguriert, wie man es haben möchte. Ja, eine interessante Sache zu Ubuntu habe ich noch, und zwar ist es die Marktentwicklung. Ihr seht hier Linux erstmal. Ihr wisst ja, habe ich ja auch des Öfteren schon gepostet, wie sich das verhält. Hier zum Beispiel im November 2019, da hatten wir einen Marktanteil von 1,82%. Dann ist es gefallen auf 1,51, 1,47, wieder leicht gestiegen. Im Februar auf 1,81. So, und jetzt haben wir hier im April plötzlich 2,87%. Also das ist ein Anstieg in einer Größenordnung, das hatten wir schon ganz lange nicht mehr. Und ich zeige euch jetzt gleich mal, woran das liegt. Ich habe hier mal einen Filter reingemacht und habe hier nur Ubuntu rausgenommen. Also was ihr hier seht, ist der Marktanteil von Ubuntu. Und da seht ihr, wenn man das jetzt vergleicht, Ubuntu Marktanteil 0,44%. Im November 2019. Und dann seht ihr, hier wird es immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, bis es nur noch 0,27% sind im März 2020. Und jetzt mit Erscheinen von Ubuntu 20.04 schnellt das Ding nach oben auf 1,89%. Ja, jetzt ist das mit solchen Statistiken natürlich immer so eine Sache. Da muss man natürlich vielleicht überlegen, wie kann es dazu kommen? 1,89% und vorher unter 0,5%. Also sicherlich ist diese Neugier, die eine neue LTS-Version hervorruft, auch ein Grund. Und möglicherweise haben sich jetzt Leute, die Zeit gefunden haben, weil sie vielleicht mehr Zeit daheim verbringen durch Corona, sich mal mit Linux zu beschäftigen, und natürlich fällt das Auge dann auf Ubuntu, zumal wenn es eine neue Version gibt, wo man sagt, okay, jetzt habe ich 20.04, jetzt kann ich ganz frisch einsteigen, ganz neu. Ich habe das Neueste, und das ist ja auch bei Ubuntu 20.04 so, dass hier relativ neue, Versionen von Anwendungen auch da sind. Der Kernel ist relativ neu mit 5.4 und so weiter. Also man hat jetzt mit Ubuntu 20.04 nichts Abgehangenes. Wie das in 5 Jahren ausschaut, ist natürlich eine andere Frage. So könnte ich mir erklären, dass Ubuntu jetzt dazu beiträgt, dass der Linux-Anteil insgesamt nach oben schnellt. Und der Hauptanteil ist, wie gesagt, hier bei Ubuntu zu suchen. Ja, bleiben wir mal kurz noch bei Ubuntu, und zwar bei einer Sonderversion von Ubuntu, Ubuntu Studio. Das ist ja jetzt auch in der Version 20.04 rausgekommen, mit 3 Jahre Unterstützung. Die Neuigkeit, die jetzt kurz danach rauskommt, ist aber ganz interessant. Da hatten wir nämlich noch einen XFCE Desktop, so wie bisher auch. Und die Ankündigung, die jetzt ein paar Tage nach Erscheinen von 20.04 kommt, überrascht mich ein bisschen, denn man möchte weg von XFCE und möchte schon ab 2010 auf KDE Plasma umsteigen. Das heißt, Sie müssen jetzt nochmal das ganze Ding umbauen.
Das finde ich schon interessant. Wer Ubuntu Studio nicht kennt, das ist also ein Ubuntu, das sich an Medienschaffende richtet. Also in erster Linie finde ich es interessant für Musikproduktion, denn da sind viele spezielle Programme vorinstalliert und vor allem auch eingerichtet. Das kann man alles selber mit jedem erdenklichen Ubuntu oder auch Debian oder auch SUSE oder was auch immer ganz genauso machen. Das ist überhaupt kein Problem, aber hier ist es eben bequemer, weil es voreingerichtet ist. Was jetzt Grafik und solche Dinge betrifft, denke ich, ist es auch interessant, aber da fällt dieses Argument von Voreinstellungen ein bisschen weg, weil das nicht so aufwendig ist wie bei Musikproduktion. Also da bin ich gespannt, was Ubuntu Studio dann mit Plasma macht. Ansonsten, ja, also wer sich dafür interessiert, es ist jetzt seit 2004 wieder im offiziellen Kreis der Flavors von Ubuntu drin. Ja, und dann kommen wir jetzt. Ich habe gesagt, ich werde jetzt nicht alle Flavors aufzählen. Deswegen kommen wir jetzt zu Derivaten. Das ist also zwar auf Basis von Ubuntu, aber es ist keine offizielle Ubuntu-Distribution. Deswegen heißt das Ganze auch Regolith. Und Regolith ist eine spezielle Distribution mit einem i3. Das gab es fertig bisher für Ubuntu nicht. Natürlich kann man sich den i3 Window Manager auch nachinstallieren. Das ist kein Problem auf einem ganz normalen Ubuntu. Und dann beim Start wählt man eben i3 und dann ist man auch in einem i3 drin. Bei Regolith ist es aber so, dass, da sind wir beim selben Thema wie gerade bei Ubuntu Studio, bei Regolith gibt es Voreinstellungen und es schaut einfach schon mal ein bisschen ansprechender aus, wenn man denn diese Einstellung mag. Wenn man diese Einstellung von Regolith nicht mag und sagt, ja, da ist jetzt das i3 ganz schön verwurstelt, sozusagen, dann ist es natürlich nichts. Aber man kann sich das mal anschauen und vielleicht kann man sich Ideen holen für sein eigenes i3. Ja, dass man sagt, okay, das gefällt mir, das übernehme ich, das gefällt mir nicht, das übernehme ich nicht. Das ist ja auch bei vielen Dingen, die so vorinstalliert sind, ein bisschen der Vorteil, dass man Ideen schöpfen kann, was man eigentlich machen könnte, dass man vielleicht auch bei einem Ubuntu Mate Dinge sieht, die man sich dann bei einem Arch mit Mate Desktop übernehmen kann. Müssen ja nicht alle sein, aber dass man sagt, ist eigentlich eine gute Idee, was die da gemacht haben, das mache ich hier auch. Ja, das ist Regolith, könnt ihr ausprobieren. Auch das ist jetzt mit 2004 draußen. Ja, und das muss ich natürlich auch erwähnen. PopOS ist jetzt auch offiziell in der Version 2004 draußen. Auch PopOS ist ja ein Derivat von Ubuntu. Und es hat jetzt wirklich nicht lange gedauert, da ist auch hier die offizielle 2004-Version da. Eigentlich ist ja PopOS entstanden als modifizierte Version von Ubuntu für die System76-Rechner. Es hat sich aber dann herausgestellt, dass viele Nutzer dieses PopOS unabhängig von System76-Computern so gut fanden, dass es jetzt auch eine eigenständige Distribution ist. Und es hat auch einige Dinge, die einzigartig sind. Es hat zunächst einmal einen GNOME-Desktop. Das ist noch nicht so der ganz große Unterschied. Von daher noch ziemlich identisch mit Ubuntu 2004. Was es allerdings nicht hat, das ist der Snap Store. Es hat auch die Möglichkeit, dass man Chromium Browser aus den ganz normalen Paketquellen installiert. Ubuntu hat es ja rausgenommen und PopOS hat den Chromium Browser in eigenen Paketquellen. Das heißt, man braucht hier kein Snap.
um den Chromium-Browser zu fahren. Das werden viele sicherlich ganz gut finden. Was bemerkenswert ist, ist die Pop-Shell. Das ist also ein Tiling-Manager, der da eingebaut wurde. Und das ist natürlich schon sehr extravagant, weil normalerweise muss man sich ein bisschen entscheiden, ob man jetzt einen Tiling-Manager haben möchte oder ein GNOME-Desktop beispielsweise. Beides zusammen geht meistens nicht. Also man hat entweder eine Desktop-Umgebung oder man hat einen Tiling-Manager. Hier wurde das eingebaut und das ist für Leute, die also sehr viel mit der Tastatur machen möchten und eben nicht so mausorientiert sind, sage ich mal. Das Ganze kann man auch deaktivieren, wenn man es nicht haben möchte. Ist also auch kein Problem. Dann ist man wieder bei einem ganz normalen GNOME. Und hier gibt es auch ein schönes Video, in dem beschrieben wird, was man mit diesen Keyboard-Shortcuts in der Pop-Shell machen kann. Hier ein Auto-Tiling, ja, die Workspaces, die man hier einstellen kann. Und es gibt, ja, einen Flatpak-Support. Also die wollen ganz klar nichts mit den Snaps am Hut haben und schmeißen sich Flatpaks und somit auch das Flathub-Repository hier in das System. Ich werde hier keine Meinung dazu vertreten, ob jetzt Snaps besser sind oder Flatpaks oder ob das alles Quatsch ist. Das muss jeder selber wissen, je nachdem, was er für sein Arbeiten benötigt. Und da mische ich mich ehrlich gesagt nicht ein, weil das ist Ansichtssache. Also, für mich ist PopOS eine, sagen wir mal, sehr valide Alternative zum ganz normalen Ubuntu 20.04 mit GNOME. Also wer auf bestimmte Dinge nicht steht, die bei 20.04 drin sind, der könnte sich PopOS anschauen, denn im Grundsätzlichen unterscheiden sie sich gar nicht so sehr, aber unter der Oberfläche ist einiges anders. Aber die Bedienung an sich kann man sich bei PopOS ganz genauso einstellen, wie man es vielleicht bei 20.04 von Ubuntu selber machen würde. Ja, und was Neues gibt es natürlich auch dann von Elementary OS. Das ist ja auch ein eigenständiges System, die sich immer mehr auch von Ubuntu selbst entfernen und vor allem auch von der Philosophie von Ubuntu. Hier ist es natürlich so, dass Elementary durch dieses Bezahlsystem, das sie speziell für ihre Distribution eingeführt haben, einen anderen Weg einschlagen. Und das finden manche Leute gut, manche Leute nicht so gut. Also da ist es ein Bezahlsystem, das aber auf Freiwilligkeit beruht und es beginnt schon mit dem Betriebssystem an sich. Da kann man was dafür bezahlen, man muss aber nicht. Pay what you want nennt sich das Ganze. Und wenn man dann in den App Store reinschaut, dann stellt man fest, da gibt es das herkömmliche Programm, das man woanders auch findet. Und dann gibt es eben eigene Kreationen, wo dasselbe Prinzip Pay what you want dann auch greift. Also da wird zum Beispiel für ein Programm vorgeschlagen, dass man einen Dollar oder 2,50 oder was auch immer bezahlt. Oder das kann man auch entscheiden, dass man eben nichts bezahlt. Oder man sagt, da zahle ich jetzt $10 oder $20. Das bleibt einem also selber frei. Ja, hier, das ist das neue Applications-Menü, also das Anwendungsmenü. Und auch hier finden wir einige Neuerungen, was auch das Design betrifft. Ja, also ich persönlich, ich bin jetzt kein großer Fan von Elementary OS. Mir ist es teilweise ein bisschen zu eingeschränkt, was man alles machen kann. Allerdings für jemanden, der das System so gut findet, wie es kommt,
ist es schon eine recht gute Sache, denn man muss sich da nicht um Einstellungen kümmern, wenn man es nicht haben möchte. Allerdings kann man sich auch nicht drum kümmern. Also, wie gesagt, Elementary OS ist etwas für Leute, die das gut finden, was hier präsentiert wird. Ja, und dann sind wir bei den Neuigkeiten von Linux Mint. Die machen ja jeden Monat einen Blogbeitrag und das sind die monatlichen Neuigkeiten. Hier im April gibt es den Vorausblick auf Linux Mint 20. Ihr wisst ja, Linux Mint basiert in der Hauptversion zumindest auf Ubuntu und deswegen wartet man hier immer drauf, bis das neue Ubuntu draußen ist und dann dauert es in der Regel 2 bis 3 Monate und dann zieht man nach und man hat dann basierend auf Ubuntu 2004 das neue Linux Mint 20 und das gibt es dann in der Regel in 3 Versionen und das wird auch diesmal wieder so sein, in Cinnamon, in Mate und in XFCE nur 64-Bit. Und es wird einen 5.4er-Kernel haben. Und ihr wisst ja, bei Linux Mint ist es sehr einfach, einen neueren Kernel dann dazu zu nehmen. Das wird sicherlich in dieser Version auch wieder so sein. Also es wird natürlich vieles übernommen, was auch bei Ubuntu drin ist, zum Beispiel Fractional Scaling. Das hat dann auch der Cinnamon Desktop auf jeden Fall mit drin. Man hat ein bisschen am Design rumgebastelt und ich weiß nicht, ob das jetzt so wichtig ist, aber man hat die Farben der Ordner beispielsweise verändert. Also auf der rechten Seite seht ihr hier die neuen Farben und auf der linken Seite die entsprechenden alten Farben. Also hier, das schaut jetzt so aus oder dieses Grau schaut jetzt so aus. Das muss man natürlich sehen, ob einem das besser gefällt oder nicht. Ich kann hier die Unterschiede gar nicht so ganz groß feststellen bei diesen Vergleichsbildern. Ein bisschen, ja. Und gelbe Ordner wird es auch geben bei Linux Mint 20. Also gelbe Ordner werde ich persönlich nicht nutzen, aber wer weiß, vielleicht gibt es Gelb-Fans. Linux-Gelb-Fans. Ja. Und hier sind die Desktop-Colors, die man hier bei den First Steps, ähnlich wie vorhin bei Ubuntu Mate gesagt, im Welcome-Screen, haben wir hier bei den First Steps die Möglichkeit, die Desktop-Colors einzustellen. Und ob man ein dunkles oder ein helles Thema möchte, das alles gleich im Willkommensbildschirm drin. Natürlich gibt es nach wie vor das Linux Mint Debian LMDE 4. Für alle, die Linux Mint mit Debian möchten. Ich habe ja in einem der letzten Videos, ich weiß nicht mehr was, das letzte oder das vorletzte, habe ich darauf hingewiesen und berichtet, dass SUSE und OpenSUSE enger zusammenrücken werden in Zukunft. Und das hat jetzt zur Folge, dass der Release-Plan von OpenSUSE ein bisschen verändert wurde. Es hätte eigentlich im Juni, nee, Quatsch, im Mai hätte schon OpenSUSE Leap 15.2 kommen sollen und jetzt wurde das verschoben auf Juli 2020. Also wer jetzt auf was Neues von OpenSUSE wartet, der muss sich gedulden. Juli ist jetzt angesagt und nicht mehr Mai. Ich habe die Beta-Version seit einiger Zeit hier bei mir laufen von OpenSUSE Leap 15.2, finde ich persönlich recht gut. Es sind erstaunlich neue Anwendungen drauf. Also wenn das rauskommt, ist es schon auf einem sehr guten Stand. Da bräuchte ich persönlich kein Tumbleweed, muss ich sagen. Zumindest nicht für die nächsten Monate dann. Also das ist eine schöne Sache, die ich mir auf jeden Fall genauer anschauen werde, wenn es denn draußen ist. Ich werde es mir aber dann auf eine Festplatte installieren, weil OpenSUSE irgendwo in der VirtualBox ein bisschen, naja, im Vergleich zu anderen Distributionen lahm ist, möchte ich mal sagen. Aber gut. Ansonsten,
Wir warten auf OpenSUSE Leap 15.2 und wer immer auf dem neuesten Stand zeigen möchte, der muss dann natürlich Tumbleweed nehmen. Ja, Fedora ist mit einer Verzögerung rausgekommen, Fedora 32. Es sollte eine Woche früher rauskommen, da gab es ein paar Probleme, aber mittlerweile ist es draußen, Fedora 32. Und ja, also hier geht es wirklich zur Zeit Schlag auf Schlag. Ich habe ja schon mal gesagt, dass es eine Zeit lang überhaupt keine Linux-Nachrichten gab. Und jetzt ist es so, dass die in einem sehr engen Zeitfenster alle was veröffentlicht haben. Da ging es jetzt wirklich Schlag auf Schlag. Zu diesem Fedora 32 hat mein lieber Kollege Linux Guides, der Sean, ein Video gemacht auf seinem Kanal. Das könnt ihr euch mal anschauen. Und ja, ich habe es natürlich auch in der VirtualBox drin. Bei mir ist es nur so, ich installiere mir momentan alles eigentlich mit GNOME Desktop, was ja bei Fedora 32 auch eine gute Sache ist, weil das die Hauptversion ist. Und genauso wie diese Beta-Version von OpenSUSE Leap habe ich mir auch mit GNOME Desktop installiert. Ich habe mir Pop OS installiert und natürlich auch das Ubuntu, habe ich ja schon gesagt, seit Monaten. Und ich versuche immer rauszufinden, wo jetzt für mich Vorteile liegen würden gegenüber meinem Debian 10 mit GNOME Desktop, so wie ich es mir jetzt eingerichtet habe. Zugegeben, es sind, wie gesagt, der Kaya und so weiter, sind ein paar Sachen dabei, die sind nicht original GNOME. Die hab ich eben nach meiner Meinung verbessert, oder ich habe auch den Pluma Texteditor nachinstalliert statt Gedit. Das ist ja eigentlich ein Gedit, aber es ist ein bisschen verändert, und zwar auch wieder, es ist ein Teil vom Mate Desktop. Und ja, was ich sagen möchte, ich suche immer nach den Dingen, einem Grund, warum ich jetzt vielleicht sage, oh, jetzt gehe ich weg von meinem Debian 10 zu Fedora 32 oder zum Ubuntu 2004 oder auch zu einem OpenSUSE. Ja, und ich finde es immer gut und vielleicht auch genauso gut. Und ja, mir fehlt so das, was mich verleiten würde, dass ich wirklich sage, jetzt wechsle ich, weil da ist das und das drin. Und ja, vielleicht bin ich aber auch nicht mehr, oder vielleicht war ich das auch noch nie. Eigentlich war ich noch nie Distro-Hopper in dem Sinn. Ich schaue mir zwar viele Distributionen an, aber mein Arbeitssystem, da hatte ich eigentlich noch gar nicht so viele, weil ich relativ lang bei einem System immer bleibe. Also für mich bietet Fedora 32 jetzt nichts, was mich zum Wechseln reizen würde, aber es ist solide, wie man es von Fedora erwartet. Es ist natürlich top aktuell und ich verstehe das gut. Was ich an Debian schätze, ist, dass ich keine Updates habe oder fast keine Updates. Ich mag gerne ein System, das sich nicht verändert. Aber gleich nochmal eine Nachricht von Fedora, und zwar, dass es Lenovo-Rechner gibt, also Laptops, bei denen Fedora vorinstalliert ist, und das wäre dann in diesem Fall natürlich Fedora 32. Das alles eingerichtet auf einem Lenovo finde ich wirklich gut. Also ich habe das schon oft gesagt, deswegen bringe ich solche Meldungen auch immer wieder. Wenn also Linux-Distributionen vorinstalliert sind, finde ich das eine gute Sache. Das ist völlig egal, ob das ein Ubuntu ist oder ein Manjaro oder ein Fedora. Oder eben auch bei System 76 ein Pop OS, das speziell für diesen PC entwickelt wurde. Völlig egal. Ich finde es gut, weil ich glaube, dass sich Linux auf dem Desktop nur durchsetzen kann, wenn das überhaupt noch möglich ist auf dem Desktop, wenn Menschen zumindest die Möglichkeit haben, einen Laptop zu kaufen, auf einen Einschaltknopf zu drücken und nach ein paar Sekunden erscheint ein Ubuntu, ein Manjaro, ein Fedora oder was auch immer.
Das finde ich gut, denn dann hat man diese Leute gewonnen, wenn man die denn gewinnen möchte. Es gibt ja die Fraktion in der Linux-Gemeinde, die sagt, wir wollen gar nicht, dass mehr Leute Linux nutzen. Gut, also auch diese Meinung kann man vertreten. Ich habe zugegebenermaßen eine andere Meinung dazu. Ich finde es gut, weil ich glaube, dass die Qualität einfach steigt, wenn es mehr Nutzer gibt und mehr Nutzer, die sich engagieren, mehr Nutzer, die testen, mehr Nutzer, die zum Beispiel auch Bugs melden und so weiter. Und das wird letztendlich die Qualität nach oben schrauben, ganz zu schweigen davon, dass die Qualität auch steigt, wenn Leute möglicherweise auch davon leben können, dass sie in Linux arbeiten. Aber okay, das ist meine Meinung, muss man nicht teilen. Ja, Chaos ist auch so eine Geschichte, die gibt es schon relativ lang. Die sind relativ unabhängig, machen KDE Plasma. Und ja, was da immer wieder auffällt, es sind die, die hier diese Leiste auf der rechten Seite haben. Man muss also hier umdenken, beziehungsweise muss ist das falsche Wort, denn natürlich kann man diese Leiste auf die linke Seite ziehen, nach unten und auch nach oben, denn es ist ja ein Plasma-Desktop. Nur finden die Macher von Chaos das eben richtig, wenn es auf der rechten Seite ist. Ich versuche ja, wenn ich mir neue Distributionen installiere, erstmal nicht so viel dran zu ändern. Ich möchte immer da rein dringen in die Vision, die die Entwickler haben. Ich habe ja lange Zeit den GNOME Desktop tatsächlich eher abgelehnt, muss ich wirklich gestehen. Und ich habe mir dann irgendwann mal vorgenommen, ich nutze den GNOME Desktop jetzt erstmal so, wie er gedacht ist, eine Weile. Und dann werde ich stückweise das möglicherweise erweitern, so dass es mir dann gefällt. Aber ich werde jetzt nicht versuchen, aus dem GNOME-Desktop einen XFCE-Desktop zu machen oder einen Mate-Desktop, weil dann nehme ich lieber gleich Mate. Da brauche ich keinen GNOME. Und so halte ich das jetzt eigentlich auch mit Sachen, die ich teste. Ich würde dann einfach sagen, wenn ich das ernsthaft teste, dann würde ich jetzt einfach mal die Leiste auf der rechten Seite lassen und würde sehen, wohin mich das bringt und warum, um zu verstehen, warum die das gemacht haben. Vielleicht hat es ja irgendeinen Vorteil, vielleicht ist es für die Hand ergonomischer. Ich könnte mir das vorstellen, vor allem wenn man viel mit der Maus macht, dann ist es vielleicht rechte Hand, rechte Seite. Keine Ahnung, vielleicht hat jemand von euch das schon mal ausprobiert und kann mir da was sagen. Ansonsten zu Chaos, ja, es ist etwas sehr, sehr aktuelles Linux Kernel 5.6.8. Und alles andere, was man da drin findet, ist top aktuell und natürlich auch der Plasma Desktop. Ja, also ausprobieren, schauen, ob einem das gefällt. Hier KS Splash ist drin, ja, die KDE Applications 2004.0, also das Neueste vom Neuesten, Qt 5.14.2. Ja, dann gibt es hier noch Simplicity Linux, Designed to Just Work, also das ist gemacht, einfach um zu arbeiten. Das ist zwar auch 2004, aber das basiert, auch wenn es der Name suggeriert, nicht auf Ubuntu, sondern auf Bastardock. Bastardock, das ist ganz was Kleines. Und Bastard, ja, ihr werdet es erahnen, das bezieht sich auf Debian. Also die haben eine Mini-Ausgabe und das nutzt den guten alten LXDE-Desktop und natürlich ein OpenBox drunter mit einem 5.6.4-Kernel und das bei einem Buster. Da ist aber nicht viel Software vorinstalliert. Und da sind wir jetzt halt bei dieser Sache. Das mag wahrscheinlich nicht jeder. Also es ist nicht viel vorinstalliert, aber es nutzt webbasierte Anwendungen als Chrome-Instanz. Ja, das mag wahrscheinlich nicht jeder. Und das ist zum Beispiel Gmail, Facebook Messenger,
Google Docs, Spotify. Ja, ich bin jetzt persönlich kein großer Freund von webbasierten Anwendungen, also eigentlich gar nicht. Es gibt natürlich so bestimmte Sachen, das ist schon klar, da braucht man das. Also ich meine, Spotify ist ja eigentlich, ja, okay, das verstehe ich schon. Aber okay. Und es gibt natürlich auch Anwendungen dafür, also das wird hier dann auch gesagt, LibreOffice, GIMP, Sie sprechen immer von Chrome, nicht von Chromium, Thunderbird, Audacity, Spotify und so weiter. Ja, könnt ihr euch anschauen, was das genau ist. Es gibt hier Mini 2004, Desktop 2004, eine spezielle Gaming-Ausgabe 2004 und das Ganze nennt sich Simplicity OS. Beziehungsweise, nee, dass ich nicht lüge, Simplicity Linux. Ja, von Debian gibt es die Meldung, dass sie jetzt sehr alte Treiber aus ihren Paketquellen nehmen. Die wollen sie also nicht mehr unterstützen. Und zwar handelt es sich da um Treiber für Rechner und für Grafikkarten, ja, jenseits von 15 Jahren Alter. Also bis zu 20 Jahren. Und ich muss sagen, da verschwende ich eigentlich überhaupt keinen Gedanken dran und sage, ja logisch, da muss ja jemand etwas dafür tun. Also wenn man das weiter pflegt und unterstützt. Und trotzdem gibt es Leute, die sagen, das könnt ihr doch nicht machen. Weil sie selber irgend so eine alte Kiste rumstehen haben, die sie fünfmal im Monat starten, um vielleicht, was weiß ich, was zu tun. Da würde ich sagen, ins Internet kann man mit den Sachen eh nicht mehr. Warum dann nicht einfach ein altes Debian oder irgendwas weiter nutzen, nicht ins Internet gehen? Ihr werdet auf diesen Rechnern kein YouTube-Video anschauen können mit viel Spaß und Freude. Also, aber man muss, glaube ich, einsehen, dass die Power, die da ist bei einer bestimmten Distribution, so verteilt werden muss, dass die wichtigen Sachen gemacht werden, aber nicht irgendwie so altes Treiberzeug. Und es steht ja jedem frei, dass er sich den Treiber selber macht. Es ist ja Open Source. Ja, war ein Scherz. Ja, und die Nachricht jetzt noch. Am Schluss Inkscape 1.0. Jetzt gibt es also tatsächlich eine Version 1.0. Bisher gab es ja immer nur so Nuller-Versionen von Inkscape. Und Inkscape ist wirklich ein sehr, sehr schönes Programm. Mit dem kann man ganz viel machen, wenn man sich natürlich damit beschäftigt. Also ich finde es ganz, ganz prima, was das alles kann. Und jetzt also in der Version 1.0 für Linux, für Windows auch und für Mac OS auch. Ja, und somit sind wir am Ende der heutigen Sendung Neues aus der Linux-Welt mit Joe in der Kalenderwoche 19. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da, ein Daumen freut mich auch. Und wie immer, es sind genug Themen da, zu denen man eine Meinung haben kann. Bitte lasst mir eine Meinung da. Schreibt einen Kommentar. Wenn es zeitlich ausgeht, werde ich auch antworten. Und ansonsten bleibt gesund, macht's gut, schöne Zeit und bis zum nächsten Video. Euer Joe.